Der wertvollste Autokonzern der Welt führt einen Aktiensplit durch und das heißt, in Zukunft werden wir anstatt einer ganze 5 Tesla-Aktien im Depot haben. Was das genau heißt und ob es sich jetzt noch lohnt, in Tesla einzusteigen, das klären wir in diesem Video. Und damit hallo und willkommen beim Finanzdino und viel Spaß bei diesem Video. Wenn du keine weiteren Videos mehr rund ums passive Investieren mit ETFs verpassen möchtest, dann hau doch den Abo-Button und aktiviere die Glocke, dann wirst du nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Wenn dir dieses Video hier gefällt, dann freue ich mich, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst. Und jetzt starten wir auch mit diesem Video. Beim Begriff Tesla, ja, das sorgt regelmäßig für Gänsehautmomente, sowohl bei Aktionären als auch bei den Autoliebhabern. Und man kann ganz klar sagen, jetzt ist es offiziell, alle Tesla-Aktionäre, die bis zum 21. August 2020 Aktionär von Tesla waren, werden eine Woche später mit 4 zusätzlichen Aktien belohnt. Natürlich gibt es hier nichts zu verschenken. Es handelt sich natürlich um einen Aktiensplit. Also der Kurs wird aufgeteilt und die Aktien werden aufgeteilt im Verhältnis 5:1. Das heißt, bei einem derzeitigen Kurs von rund 2000 US-Dollar haben wir dann also eben nicht einmal 2000 US-Dollar im Depot stehen, sondern 5x400 US-Dollar. Das heißt, für den einzelnen Aktionär ändert sich an seinem Investment im Prinzip nichts. Und ab dem 31. August kann man dann die neuen Tesla-Aktien handeln. Und da muss man natürlich auch zu sagen, Tesla bleibt von der Marktkapitalisierung natürlich auch dementsprechend genau gleich. Der Aktienkurs verringert sich, die Anzahl der Aktien steigt im gleichen Verhältnis. Und insofern bleibt die Bewertung von Tesla an der Börse auf jeden Fall auch ab dem 31. August genauso wie davor. Schauen wir uns doch jetzt mal einfach an, was denn so die Zahlen von Tesla sagen und ob sich hier ein Investment lohnt. Naja, an der Stelle nochmal ganz kurz, das Ganze ist natürlich keine Anlageberatung, denn ich bin lediglich Privatanleger und es ist hier meine persönliche Meinung und wenn ihr Investments tätigt, ist das bitte immer auf euer eigenes Risiko und seid euch bewusst, dass ihr auch das gesamte eingesetzte Kapital verlieren könnt. Und verlieren ist an der Stelle auch ein ganz gutes Stichwort, denn bisher konnte Tesla eines sehr gut, und zwar Versprechen äußern und keinen Gewinn machen. Das hat sich jetzt zum ersten Mal geändert, denn zum ersten Mal in der Geschichte von Tesla hat man das vierte Quartal hintereinander vernünftige Zahlen geschrieben und vernünftig heißt in dem Fall Gewinn hat man gemacht. Das heißt, ein Jahr lang schreibt Tesla jetzt schon schwarze Zahlen. Das ist insofern auch bemerkenswert, als dass man eben über die Corona-Phase, über die Haupt-Corona-Phase, die wir bisher gesehen hatten, wer weiß, was in der Zukunft passiert, eben auch wirtschaftlich gearbeitet hat. Also das Geschäftsmodell von Tesla scheint zumindest zu funktionieren und scheint intakt und jetzt werden vielleicht die ersten Versprechen eingelöst. Eingelöst ist dann auch das nächste Stichwort, denn eingelöst konnten die Aktionäre vielleicht auch schon ihren Gewinn, denn hatte man Tesla-Aktien im Juni, Juli 2019 für rund 200 US-Dollar noch bekommen, liegt der Kurs eben jetzt bei über 2000 US-Dollar. Und da werfen wir jetzt mal einen Blick, inwiefern das vielleicht gerechtfertigt ist. Beim Umsatz konnte sich Tesla in den letzten Jahren sehr, sehr stark steigern. So hat man zum Beispiel 2015 einen Umsatz von etwa 4 Milliarden US-Dollar hingelegt und 2019 war es da schon das Sechsfache davon, nämlich über 24 Milliarden. Das Ganze ist natürlich, wie wir schon erfahren haben, nicht unbedingt positiv am Ende des Jahres gewesen. 2019 hatten wir hier zum Beispiel ein negatives Ergebnis von 862 Millionen US-Dollar. Wir können also sagen, dass der Umsatz steigt, der Gewinn, ja, war bisher noch nicht existent. Das Ganze eben auch mal kurz auf die einzelnen Aktien runtergerechnet, hatten wir 2019 einen Gewinn pro Aktie, der im negativen Bereich lag, nämlich bei $4,92 im negativen Bereich. Sollte sich jetzt der Gewinn im Jahr 2020 eben nicht rapide verändern, irgendwelche Katastrophen kommen, dann kann man vor allem Gewinn mit knapp $5 pro Aktie rechnen. Dieser Gewinn wird bei Tesla allerdings nicht an die Aktionäre ausgeschüttet, wurde er noch nicht und wird er in Zukunft wahrscheinlich auch nicht, denn es wird keine Dividende bezahlt und das vorhandene Geld weiter ins Unternehmen investiert. Beim Verschuldungsgrad ist ja auch noch so eine interessante Kennziffer, können wir sehen, da hat Tesla einiges an Schulden aufgenommen und auch wenn man in den letzten Jahren so kontinuierlich sagen kann, dass man diesen Schuldenberg etwas abgebaut hat, hatte man auch im Jahr 2019 etwa einen Verschuldungsgrad von ungefähr 360%. Da sollten also die ersten Alarmglocken schrillen,
Aber bei so einem Geschäftsmodell wie Tesla ist das vielleicht noch verständlich. Da kann man insofern noch nicht wirklich das Ganze auch einschätzen, zumindest meiner Meinung nach, weil man ja jetzt erst wirklich anfängt, eben Gewinn zu erwirtschaften und insofern dann das Geld vielleicht auch im Unternehmen dann zu behalten und die Schulden teilweise auch abzubezahlen. Die Lieblingsbewertungskennziffer, nämlich das Kurs-Gewinn-Verhältnis, soll an der Stelle auch nochmal ganz kurz angeführt sein. Da kann man zumindest auf Jahr 2020 erwarten, beim derzeitigen Kurs, dass wir ein KGV von über 400 haben. Unfassbar, 2019 hatten wir hier noch ein negatives KGV und da kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, ist Tesla eigentlich überbewertet? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn meines Erachtens nach haben wir hier ein echt tolles Geschäftsmodell. Das Elektroauto hat Tesla im Prinzip erst für die breite Masse so richtig auch in die Gespräche gebracht. Na klar, auch die etablierten Konzerne haben hier einiges investiert, aber Tesla hat natürlich einfach dieses Alleinstellungsmerkmal mit den schicken Autos, mit der innovativen Idee. Und insofern finde ich, dass Tesla hier bestimmt teilweise einen Vorsprung gegenüber den etablierten Autokonzernen hat. Die schlafen natürlich aber auch nicht und wollen diese Entwicklung Richtung hin zur E-Mobilität natürlich nicht verpassen. Dass Tesla ganz stark investiert und hier großes Zukunftspotenzial sieht, sieht man zum Beispiel auch daran, dass sie jetzt ja eine Gigafactory hier in der Nähe von Berlin in Grünheide bauen und schon im nächsten Jahr, wenn ich mich nicht ganz täusche, hier eine 500.000 Autos vom Band schicken wollen. Ich bin mal sehr gespannt und wenn Tesla ein Unternehmen wäre, das Flughäfen bauen würde, na dann hätten wir vielleicht den Flughafen Schönefeld jetzt auch schon in Betrieb. Aber das ist ein ganz anderes Thema, denn das Thema jetzt heißt, lohnt es sich jetzt noch in Tesla zu investieren bei diesen Zahlen, die ja noch nicht wirklich aussagekräftig sind? Wir haben hier einerseits ein Unternehmen, das einen starken Umsatzwachstum hat und jetzt erst anfängt, Gewinne zu erwirtschaften. Der Markt ist unfassbar am Wachsen, was Elektroautos angeht. Aber die Anleger sind natürlich auch sehr, sehr stark von FOMO getrieben, also die Fear of Missing Out, dass man hier eventuell Gewinne verpassen könnte. Und wenn man sich hier einfach mal anguckt, in der Corona-Krise hatten wir Tesla für um die 400 Dollar kriegen können, jetzt bei über 2000 Dollar. Das ist eine Verfünffachung innerhalb weniger Monate. Unglaublich auch, was sich da in den letzten Wochen und Monaten, tatsächlich sogar Tagen abspielt, wenn man mal einfach nur guckt, wo der Kurs vor ein paar Tagen noch war. Also die Entwicklung ist nicht mehr so ganz nachzuvollziehen, weil es eben so ein starker Anstieg in so einer kurzen Zeit ist. Also bleibt zu sagen, es ist sehr viel Euphorie gerade im Spiel und da würde mich mal interessieren, wie seht ihr das eigentlich? Möchtet ihr in Tesla investieren? Seid ihr vielleicht schon in Tesla investiert oder werdet ihr jetzt hier noch irgendwo euch eine Position aufbauen? Ich kann für mich zumindest sagen, dass ich Stand jetzt, auch wenn natürlich die Aktie optisch günstiger wird, das allerdings nichts irgendwie mit dem Geschäft an sich zu tun hat, sondern da steht dann einfach ein anderes Preisschild auf der Aktie drauf, aber sonst bleibt eben alles gleich. Werde für mich nicht irgendwie neu in Tesla einsteigen. Ich werde lediglich weiterhin meine ETFs besparen, wo ja Tesla auf jeden Fall auch dabei ist. Und vielleicht ergibt sich da mal in Zukunft die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich steige jetzt in Tesla ein, aber derzeit ist mir persönlich jetzt einfach zu heiß bewertet. Na klar, vielleicht sagt man sich in 2, 5 oder auch 10 Jahren, Mensch, hätte man doch damals zum Aktiensplit 2020 gekauft, dann wäre man jetzt vielleicht schon Millionär. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt mir sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch mit euch und das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Abonniert gerne den Kanal, lasst die Glocke klingeln und gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich freue mich, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann.